DM will mich zum neuen Jahr wohl fit machen. Die haben einen Karton geschickt mit ganz vielen Proteinsachen und nicht nur klassische Proteinsachen, sondern auch Sachen, die man sich schön heiß in der Mikrowelle machen kann, möglicherweise. Denn wir schauen jetzt mal rein und ich tue einfach mal so, als ob ich noch überhaupt gar keine Ahnung habe, was drin habe. Und streng genommen weiß ich jetzt wirklich nicht so, denn ich habe nur mal kurz so ein bisschen gespickt. Wir schauen jetzt zusammen rein, was drin ist. Also, ich habe es gesagt, hallo erstmal, schön, dass ihr eingeschaltet habt. DM hat mir das Paket zugeschickt, haben mir so eine Nachricht geschrieben, ey Darius, du bist der allerbeste YouTuber auf der Welt. Wir wollen, dass du unsere Produkte vorstellst und es ist natürlich völlig uneigennützig. Wir wollen nicht, dass du für uns Werbung machst. Ich so, ja geil, klar, schickt mir vorbei, hier ist mein Bankkonto. Der letzte Teil ist leider nicht wirklich passiert. Vielleicht könnte ich mal DM sagen, okay, lasst mal Geld drüber wachsen. Nee, also haben wir nicht gemacht. Ich freue mich über das Paket, was hier drin ist und das mit dem Lieblings-YouTuber, das ist möglicherweise auch erfunden. Aber wir tun einfach mal so, als ob das passiert ist, dann fühle ich mich ein bisschen besser. Da drin sind jedenfalls Produkte von DM und die schauen wir uns mal an. Es sind, wie gesagt, ein paar neue Sachen dabei. Manche Sachen sind ein bisschen bekannt möglicherweise, aber auch wiederum dann nicht. Und letztes Jahr gab es schon mal ein Paket von DM mit Riegeln und Co. Und hier sind jetzt ein paar Sachen bei, die wir uns einfach jetzt mal anschauen. Genug gequatscht. Also, ist übrigens ganz nett verpackt in so einer blauen Folie, in so einem Sportness-Blauton. Auch hier so mit so Polsterung drin, damit das so richtig edel aussieht. Aber das kippe ich jetzt nicht um, sonst fliegt der ganze Kladderadatschi auf den Boden. Wir fangen mal hier mit an, und zwar mit den Protein-Linsen-Chips. Jetzt denkt sich manch einer, die gab's doch schon. Ihr habt recht, das war auch mein erster Gedanke. Aber die Sorte Sour Cream and Onion, die gab es noch nicht. Und zwar werde ich die jetzt mal probieren. Wir haben hier tatsächlich 26 Gramm Eiweiß drin von Linsen. Und liebes Sportness-Team, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr dieses Video schaut. Ich habe es schon oft gesagt, bitte hört mir zu. Dieses Silberne, das sieht scheiße aus. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn man versucht, hier sind nämlich auch Riegel drin, wenn man versucht, auf diesen glitzernden Riegeln irgendwas zu lesen, wenn man in der Sonne sitzt, dann wird man geblendet auf Lebenszeit, weil diese blöde Folie einfach nur blendet. Es ist richtig nervig und es sieht einfach doof aus. Ich möchte das an dieser Stelle sagen. Ich mache hier schließlich jetzt gerade Werbung, dann sage ich auch meine ehrliche Meinung, das Design ist Mist. So, das sei dazu gesagt. Linsenmehl, 86%. Riecht schon mal sehr gut. Ich mag übrigens so Linsenchips. Warum? Weil die super knusprig meistens sind. Mega. Ich liebe Sour Cream Geschmack. Ist ein bisschen mehr Sour Cream als Zwiebel. Super lecker. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Lecker. So, was haben wir noch? Den tausendsten Eiweißshaker, den ich mal irgendwie bekommen habe. Interessiert mich jetzt nicht. Ich glaube, darum geht es auch nicht. Was wirklich mal etwas ganz Neues ist und weswegen ich es vielleicht gar nicht dieses Video hier als ein klassisches Proteinriegel-Video bezeichnen würde, weswegen es auch nicht an einem Samstagvormittag kam oder Sonntag, sondern zu Primetime um 19 Uhr, weil das hier ein Müsli ist. Es steht natürlich Protein-Müsli drauf, aber wir lassen dieses Granola jetzt mal mehr als ein Mainstream-Produkt durchgehen. Hoher Proteingehalt, Zuckerarm, hoher Ballaststoffanteil. Tatsächlich haben sie 28 Gramm Eiweiß drin, das ist gar nicht mal so schlecht. Es ist nur 4,6 Gramm Zucker drin, 29 Gramm Fett, Sojaflocken, Leinsamen, Haferflocken, Sonnenblumenkerne, extrudiertes Sojaeiweiß, aufgepopptes Sojaeiweiß, Inulin, Apfelpüree, Weizeneiweiß, Walnüsse, Mandeln, Sonnenblumenkern. Ah, es ist also eigentlich fast gar nichts drin, was süß, interessanterweise. Ob das schmeckt? Komm, dann nasche ich jetzt auch mal. So sieht es aus. Wie kann die Kamera das jetzt hier mal... nee, warte mal, spiegelverkehrt. So. So sieht es aus. Mega knusprig ist es. Richtig schön kernig. Auch geschmacklich gut. Es fehlt allerdings die Süße. Darüber solltet ihr euch im Klaren sein. Also, wenn ihr es jetzt fit möchtet, dann macht ihr ein bisschen Süßstoff in die Milch. Oder ansonsten kippt euch einfach Zucker oben drauf. Das würde natürlich auch gehen. Das widerspricht so ein bisschen dem, was es eigentlich sein will. Aber es ist zuckerarm und viele Leute wollen das haben. Von daher sage ich mal ja, die Mission ist hier gelungen.
Ich kann euch über die Preise ehrlich gesagt gar nichts genau sagen. Das sagen sie mir natürlich nicht, wahrscheinlich, weil sie dann Angst haben, oh, der meckert immer über die Preise. Also, die gab es auch schon mal. Ich weiß gerade gar nicht genau, was sie kosten. Ich rate jetzt mal. Ich rate. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also das kostet mindestens 4 Euro. 3-4 Euro. 3-4 Euro für diese 300 Gramm. Das ist für so ein Sportprodukt dann eigentlich okay, weil viele namhafte Hersteller würden mehr Geld verlangen. Aber es ist natürlich teurer, als wenn man sich jetzt so ein einfaches Knuspermüsli im Aldi kauft. Aber hat man natürlich auch nicht solche Zutaten drin, sondern dann halt einfach nur Haferflocken. Das ist natürlich auch von der Herstellung billiger als das, was hier drin ist. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, die Dinger, ich weiß es nicht. Ich glaube, die kostet 1 Euro oder 1,50 Euro. Ist auch billiger als viele namhafte Hersteller und mindestens genauso lecker. Dann haben wir noch Sportness Whey Protein, Himbeer-Joghurt-Geschmack. Ich glaube, das gab es auch schon mal. Irgendwas mit Himbeer-Joghurt. Also ganz neu sind die Sachen hier alle nicht. Hier steht Limited Edition, vielleicht ist sie wieder da. Die haben hier so einen Infozettel mitgeschickt, damit ich deren Werbebotschaften euch ins Gehirn pflanze. Mal gucken, was hier so steht. Geschmack zeichnet sich durch einen hohen Proteingehalt aus. Zudem punktet es mit hochwertigem Molkenprotein-Isolat und mit dem Vitamin B6 perfekt für die Eiweißzufuhr vor, während oder nach dem Sport sowie eine eiweißreiche Ernährung. Protein trägt zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse sowie zum Erhalt normaler Knochen bei bla bla bla. Ultrafiliertes Whey besonders gut löst und schmeckt auch in Wasser hervorragend. 11, ach, hier stehen ja die Preise drauf. Ich habe nichts gesagt. Okay, wollen wir mal sehen, ob wir recht haben. 11,95 Euro. Ich hätte jetzt tatsächlich 9 Euro gesagt für 450 Gramm, aber es ist alles teurer geworden. Aber so mega günstig ist es jetzt DM-mäßig auch nicht mehr, muss man sagen. Für 450 Gramm 12 Euro. So ein bisschen teurer. Hey, Leute, bin ich ein Killer oder was? Ah nee, das war das falsche Produkt. Doch, ich bin Killer. 3,55 Euro. Was habe ich gesagt? Zwischen 3 und 4 Euro. Das Müsli wird 3,55 Euro kosten. Okay, also hier Eiweißgehalt 81 Gramm. Das ist wirklich ganz gut, ja, manch Fanatiker, Sportfanatiker wird sagen, nee, da muss 90 Gramm drin sein und so. Macht einfach 10% mehr rein, dann habt ihr auch die gleiche Eiweißmenge. Ja, ich weiß, dann hat man 0,1 Gramm Kohlenhydrate mehr. Oh nein, Hilfe, alle Mann in Deckung. So, dann haben wir hier noch den Sportness Proteinriegel mit Crispy Brownie und White Chocolate Geschmack. Der ist neu. Der kostet 95 Cent, sie sind an der Stelle nicht teurer geworden, 45 Gramm, wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob die Riegel nicht irgendwann auch mal 5 Gramm hatten. Aber sie sind immer noch bei 95 Cent, das finde ich ganz fein. Ich würde sagen, die Riegel schauen wir uns mal in einem anderen Video an, ich will jetzt hier nicht alles aufreißen direkt. Also Crispy Brownie Geschmack. Dann haben wir hier noch mal etwas, und zwar Sportness Bioprotein Shake in vegan mit Erbsen, Sonnenblumen, Kürbis und Reisprotein in der Limited Edition. Erbsenprotein. Genau, wie viel Eiweißgehalt? 72 ist für ein veganes Protein wirklich gar nicht schlecht. Das Problem ist jetzt, und das sehe ich jetzt schon kommen, da ist nichts drin. Nur Erbsenprotein, Sonnenblumenprotein, Kürbisprotein und Reisprotein. Keine Aromastoffe, kein Süßstoff. Ich glaube, das wird ziemlich eklig schmecken, um es mal so vorneweg rauszusprechen, auszusprechen. Ja. Wer schön sein will, muss leiden. Wer viel Eiweiß haben will, der muss leiden. Denn je mehr man etwas anderes zumacht, zum Beispiel Kakaopulver oder Aromastoffe oder auch Stoffe, die Bindung geben oder sowas, das ist, nimmt natürlich alles, ist alles Masse, die zugeht und damit den Anteil des Eiweißes verringert, sodass dann am Ende keine 72 Gramm Eiweiß mehr drin ist, sondern weniger. Deswegen, es ist alles, man kriegt nichts geschenkt im Leben. Es gibt nichts, was das fitteste Lebensmittel auf der Welt ist und gleichzeitig das leckerste. Das ist halt leider einfach nicht so. Es gibt natürlich Leute, die sagen, dass eine Magerquark-Bowl das leckerste ist, was es gibt, aber das ist halt einfach nicht so. Und deswegen wird das hier sehr wahrscheinlich nicht schmecken. Aber es ist vegan und man kann es dann eben auch für andere Sachen benutzen, zum Beispiel zum Backen, wenn man das möchte. Und dann hat man eben auch keinen Süßstoff drin, den man vielleicht woanders gar nicht haben möchte. Also von daher, ja, auch schön hier im Pappbecher. Was kostet es? 300 Gramm. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich schätze jetzt mal, es wird wahrscheinlich auch so in die Richtung 12 Euro gehen. Gucken wir mal, was hier steht. Übrigens, die Chips 95 Cent. Das Pulver kostet... Ach, das haben sie mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ob sie wohl wissen, warum sie das nicht gemacht haben? Ach doch, hier ist es. Ach, nur 8,95 für 300 Gramm. Also ist nicht wirklich teurer, ist halt weniger drin, als das Whey. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, das finde ich ganz nett. Wobei es natürlich auch eigentlich richtig so ist, dass pflanzliche Sachen billiger sind als tierische, aber das ist halt leider nicht so, weil es kein Massenprodukt ist und so weiter und so weiter. Dann haben wir hier noch etwas.
worauf ich mich ganz besonders freue, und zwar den Protein Cookie Celebration, also so Birthday Cake. Ich verstehe zwar nicht, warum Chocolate Flavor Fudge Füllung drin ist. Das passt irgendwie nicht, aber es ist außen voll mit so Sprinkles und so. Das finde ich sehr, sehr cool. Kommt mir übrigens vom Aussehen ein bisschen bekannt vor, wie so ein Teil, was sie auch mal bei PhD hatte. Sie schreiben mir hier leider nicht drauf, wer es herstellt, aber es ist hergestellt in Großbritannien. Da kommen unglaublich viele Proteinprodukte her. Also es könnte tatsächlich irgendwie die PhD-Fabrik auch, wo die PhD herkommt, wobei selbst PhD selber nicht herstellt. Also kommt alles irgendwo her. Das Teil kostet 1,25 Euro. Gucken wir uns auch bei Zeiten an. Vielleicht aber auch nur auf Instagram. Oh, hier ist ja noch mehr drin. Mann, Mann, Mann. Also sind hier noch ein paar Riegel drin. Und dann kommen noch ein paar Sachen, die jetzt nicht ganz so Mainstream-Protein-Sachen sind. Und zwar haben wir noch einen veganen, den Chocolate Brownie Almond Geschmack-Riegel, der 1,25 kostet und vegan für 40 Gramm. Da habe ich jetzt so viel gequatscht, dass der Akku fast leer war. Deswegen hier kleine Unterbrechung. Den veganen werde ich jetzt mal probieren. Ihr wollt ja auch schon ein paar Eindrücke haben. Also, Choco Brownie Almond Geschmack, hoher Proteingehalt, 23 Gramm. Dafür, dass es vegan ist, ist er ja schon ganz okay. Oh, der ist aber ein bisschen DM Qualitätssicherung. So nicht, liebe Leute. Der ist hier an der Seite, läuft er so ein bisschen aus. 31 Gramm Zucker, also ist jetzt nicht so ein Ultra-Fitness-Ding, sondern eher so ein 31 Gramm Zucker ist schon nicht ganz wenig. Oh, aber wisst ihr, was das Gute daran ist? Sehr lecker. Reissirup, Schokoladenkuvertüre, eine sehr gute Kakaonote. Sehr lecker. Aber wirklich lecker. Mandeln, Reiseiweiß. Der ist super. Der ist lecker. Wenn man damit leben kann, dass ein bisschen Zucker drin ist, ist ja wirklich gut. Ich brauche sicherlich nicht erwähnen, dass er in keinster Weise nach Brownie schmeckt. Wie auch bei den Zutaten. Aber wir wissen ja, das schreiben sie alle gerne drauf. Schoko schmeckt er. Mandel weiß ich nicht. Aber er schmeckt mir auf jeden Fall sehr gut. Es ist auch kein Aroma drin. Es sind 7% Mandeln drin, deswegen so eine leichte Note, ja. Sehr gut, wirklich. Ein sehr leckerer Riegel. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Auch von der Konsistenz so ein bisschen knatschig. Sehr cool. Dann haben wir hier den, oder habe ich das gerade schon gesagt? Nee, ich glaube nicht. Haben wir noch den Iced Coffee Caramel Crisp mit Puffed Oats. Der ist nicht neu, den hatte ich schon mal irgendwie letztes Jahr. Oder sie haben ihn nur leicht geändert. Also der kommt mir jedenfalls bekannt vor. Kostet auch 95 Cent. Der war abartig lecker. Also wirklich ein sauguter Proteinriegel. Der war gut. Und jetzt haben wir noch zwei Sachen, die so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und zwar eine Protein-Bowl Tomate Linsen, eine Protein-Bowl Kichererbsen Curry, also so fertige Mikrowellengerichte. Und zwar haben wir tatsächlich, wollt ihr mich verarschen? Tatsächlich, da habe ich mich wohl erst verlesen beim ersten Mal, 6,1 Gramm Eiweiß und hier 5,7 Gramm Eiweiß. Das ist nicht sonderlich viel. Das würde ich nicht als einen hohen Proteingehalt bezeichnen, um das mal so ehrlich zu sagen. Aber gut schmecken tut es bestimmt, steht leider auch wieder nicht drauf, wer das herstellt. Aber mir kommt auch nicht so was Bekanntes vor. Wenn das Bio ist, ist es auch noch, es sind Limited Editions. Also es sieht ganz lecker aus, ich mag solche Kichererbsen, Bowls und sowas. Das kann schon ganz, Bowl, Schüssel, solche Kichererbsen, Curries oder so. Das könnte ganz lecker sein, der Eiweißgehalt, ich würde den nicht als hoch bezeichnen. Was hingegen hoch ist, ist der Preis. Wo ich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen meckern muss. 3,45 Euro für ein so ein Tütchen. Ich sag mal, 3 Euro hätten es vielleicht auch getan. Ja, wenn ich jetzt, es ist halt ein Lifestyle-Fitness-Produkt. Aber 3,45 unter 3 Euro wäre cooler gewesen. Ne? Wenn man jetzt zum Ben's Original geht, heißt es ja jetzt, das hat man, ja okay, ja, das kann man auch nicht. Es gibt zum Beispiel von Feel Good oder Reisfit, wie es heißt, Reisfit Feel Good, die kosten glaube ich nicht 3,45 Euro und da sind auch Kichererbsen-Kote und die haben mit Sicherheit auch so einen Eiweißgehalt. Also, und die sind übrigens sehr lecker, um das auch mal hier zu sagen. Deswegen finde ich es dafür, dass DM Sportness eher so eine günstigere Marke ist, finde ich das dann einfach zu teuer, muss ich sagen. Da passt dann die Relation zu den anderen Produkten nicht. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass die lecker sind. Ich werde euch, die habe ich jetzt nicht weggeworfen. Ich hatte jetzt gerade nur Lust, die so schön in diesen Karton reinzuwerfen, weil der so einladend geöffnet da vor mir war. Also das war jetzt nicht
negativ gemeint. Also, schöne Sachen sind hier drin. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier nochmal was von den Chips nehmen. Die waren super lecker. Ihr dürft mir mal gerne schreiben, wie euch die Sachen gefallen. Vielleicht habt ihr schon etwas davon probiert. Dann bin ich ja... Boah, mega. Dann bin ich sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Oh, scheiße, alles auf dem Boden. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.